1,5 Stunden. Wahrscheinlich sogar noch länger. Weil ich dachte, man kann seine Frisur nicht ändern. Ich wollte zu 100%ig sicher sein, dass ich das haben will. Und dann kam Hybrid. Und hat gesagt, nee, das geht doch so. Dann habe ich herausgefunden, wie. Direkt gemacht. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Nee, also Hybrid hat mir noch nicht mal erklärt, wie es funktioniert. Hybrid hat nur gesagt, es geht. Dass es möglich ist. Das genaue Wie, das habe ich dann ganz schnell gegoogelt, kurz danach. Das hat keine 2 Sekunden gedauert. Also ich war ganz, 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 ganz schnell am Start dabei. Hallöchen, Nox. Ich liebe diese Stadt. Juhu. Die meisten Freunde. Also, wie. Was und dann. Ein Problem, aber die meisten gehen dann zum Doc. Nee, das ist bei mir. Nee, das funktioniert bei mir nicht mehr. Also, die Ärzte haben es bei mir schon aufgegeben. Ich war schon ein Gewitter und Fensterknallen wach geworden. Hier ist Gott sei Dank kein Gewitter. Noch nicht. Morgen soll es aber gewittern. Also heute irgendwann im Laufe des Tages. Also was mich erstaunt ist, dass ich immer noch nicht an dem Punkt angekommen bin, wo ich eine neue Rüstung haben will. Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Bin zurzeit noch sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Hi. Kommt noch. Sag das nicht. Willkommen in Gridania. Es geht also um eine dringende Angelegenheit. Kannst du brav deine gesammelten Steine ausgeben? Ja, ich glaube, davon habe ich mittlerweile auch genug. Wieder. Nur das ist gut. Die sieht fragwürdig. Fragwürdig, hä? Oh Gott, will ich's wissen? Big fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Sehr geil. Oh Gott. Ich habe die Gebieter des Waldes nach Hirstolas Verbleib gefragt. Doch diese Wesen unterscheiden sich zu sehr von uns. Wie meint ihr das? Da kann ich ja ruhig weiter schlafen. Ah, sehr schön. Wenn wir jemanden wahrnehmen, erkennen wir ihn an seiner Gestalt, seiner Stimme, seinem Verhalten und verbinden diese Merkmale mit seinem Namen. Doch die Gebieter sind Wesen aus reinem Äther und achten stattdessen auf feinstoffliche Muster und Vibrationen in der Ätheraura. Das ist auch der Grund dafür, dass wir ihre Stimmen nicht vernehmen können, denn unser Gehör trägt nur Schwingungen der Luft zu uns, nicht des Äthers. Wir Saatseher stehen über unsere Gefühle mit ihnen in Verbindung. Doch selbst wir vermochten ihnen Hirstola nicht in ihren Erkenntniskategorien zu beschreiben, wenn wir nur jemanden mit ähnlichen Äthereigenschaften hätten. Mhm. Ich wüsste da jemanden. Echt?
Ihr Stola hat eine jüngere Schwester. Das hat sie mir einmal gesagt. Und die lebt in Gridania. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Denkt ihr, dass ihr sie finden und nach Immerschatt... Nochmal so, aber zum Abschluss. Es sind jetzt auf jeden Fall alle wach. Nur aufgeweckt. Ah, schön. Nee, ich muss da hoch. Ach, ja. Aber ich darf Kaya morgen wieder mobben. Naja, also morgen ist zwar kein Stream, aber da wir morgen ja privat FF14 zocken, wird das lustig. Ich freue mich schon drauf. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Bully O.T. The winds blew hard, her bow dipped down below me. Bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The weatherman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea. Nein, Kaya, kannst du nicht. Ja, Wellerman. Oh, ich liebe das Lied. Kann irgendwie zur Zeit nicht genug von kriegen. So nicht warum. Ach, Mist. Wie ist denn? Ist so. Ja, kann ich euch helfen? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mitra? Mein Name ist Alfino Levier. Und das hier ist Tataro Taro. Ja, mich stellt man nicht vor, ne? Hallo, ich bin auch noch da. Ich sehe zwar ein bisschen anders aus, aber ich bin immer noch die gleiche. Ihr seid auf der Suche nach meiner Schwester? Dann müsst ihr vom Bund der Morgenröte sein. Ich habe schon viel von euch gehört. Boah, die Augen. Es hat sich schon herumgesprochen, dass es einen Vorfall in Ulda gab. Stola war zu dem Zeitpunkt dort gewesen. Das wusste ich. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht. Und das zu Recht. Und meine Kontakt durch die Stiftung fand ich heraus, dass Stola in die Ereignisse verwickelt war und von Kristallstreiter verfolgt wurde. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Guten Morgen, Daddel. Wieder wach? Ja, nun weiß ich ja, wie sie geflohen ist. Sie muss sich wirklich einen aussichtslosen Lager befunden haben, als sie einen antiken Teleportzauber aussprach. Hoffentlich ähnelt mein Äther dem meiner Schwester genug. Im Charakter sind wir doch ziemlich verschieden. Aber ich werde alles tun, was ich kann, um meine Schwester wiederzufinden. Rasch, auf nach Immerschatten.
Bei Nay nämlich so ein bisschen ein Padum Porum. Aus FF4. Lasst uns beginnen. Seid ihr bereit? O Gebieter, wir kommen mit einer demütigen Bitte. Lasst eine irrende Seele zu uns zurückkehren. Führt sie zu uns. Stola, bitte komm zurück. Ich habe sie. Gott, diese Stimmlage gerade. Jetzt. Die kann mir echt Angst machen, die Frau. Gut. Wenn du dich tötest, dann ist es ja FSK-12 bleibt. Ja. Ja, und hallo. Frag doch einmal diejenigen, die 18 sind, ob sie das wollen. Ja, ach komm. Bloß kein Stück Haut, ne? Bloß kein Stück Haut. Sieht überhaupt nicht unnatürlich aus, so eingewickelt. Komm. Was soll das? Ein Arm dürfte doch wohl mal rausgucken. Wie eine Mumie. Ja, genau. Was? Ich habe ein Zimmer im Traumbaum vorbereiten lassen. Bringt sie rasch dorthin. Durchatmen. Tief durchatmen. Weißt du, sie sieht aus wie eine Leiche. So eingewickelt. Der Akkustola. Ja, genau. Stimmt, so eine Riesentaco. Geil. Oh. Lasst uns den Gebietern für ihre Güte danken. Ist Gray nicht so Spaß von sich, aber echt. Weißt du, gönnen einem nicht mal einen einzigen kleinen Funken Spaß. Weißt du, sie schickt mir da so jedes Mal so einen komischen Prima hier auf dem Hals. Und was kriege ich als Gegenzug? Also im Gegenzug gar nichts. Nichts. Die kleinen Freunde des Lebens bleiben einem verwehrt. Ach, die steht direkt vor mir. Ja klar, ich habe das Dao sofort gesehen. Okay.
Gerber und Druidengilde. Soll ich mir Sorgen machen? Hi. Was starrst du mich so komisch an? Du. Hallo? Soll ich dir ein Passbild von mir geben? Sag mal. Hätte ich einfach abgekauft. Michael, dir. Warum geht er eigentlich den gleichen Weg wie ich? Ah, okay. Unheimlich. Du musst weg hier. Hui. Das ist ein Stalker, ja, ich merke das schon. Wobei, nee, Stalker wäre eigentlich Luna, weil Luna ständig weiß, wo ich bin. Das ist gruseliger. Wobei, das kriege ich bei dir mittlerweile auch hin, Kaya. Ja, doch. Nee, ja. Ach, weiß auch nicht. Was denn nun? Ja, egal. Weil ist so. So, Punkt. Wenn man sich auskennt, ist es leichter herauszufinden, wo du gerade bist. Ja, nee, auch nicht. Ich verstecke mich in Zukunft einfach in irgendeiner Ecke. Dann sieht mich keiner mehr. Edarian Tarnmodus. In 3, 2, 1. Unsichtbar. Was läuft da jetzt wieder zurück? Kann ich den Weg auch laufen? Was ist hier von Perioden-Zipartan-Umhang in deinem? Du meinst von Harald Böttcher? Von Perry Hotter. Ist denn Perry Hotter? Harald Böttcher heißt der. Frechheit. Den meine ich nicht. Nicht? Bist du sicher? Quasi circa. Es ist denn ein quasi circa. Ah. Ihr Stola, was für ein Glück. Du bist wieder wach. Ja. Tataru. Das ist der Bruder von Quasimodo. Ich hab dich so vermisst. Quasi circa und Quasimodo. Ein Glück, du bist entkommen. Ja, natürlich bin ich entkommen. Ihr seid ja da zurückgeblieben. Alfino, du hast dich irgendwie verändert. Dein Äther hat sich verändert. Echt? Ist er noch schwachsinniger geworden? Du kannst meinen Äther sehen? Vielen Dank, Mitra.
Du kannst uns ruhig einen Moment allein lassen. Was ist nach der Siegesfeier geschehen? Die Tunnel sind völlig in sich zusammengefallen. Wie konntest du entkommen? Ich habe die Tunnel einstürzen lassen. Damit wollte ich dir und Minfilia einen Vorsprung verschaffen. Ja. Um wenigstens Tancred zu retten, habe ich zugleich einen Teleportzauber gewirkt. Aber irgendetwas ist schiefgegangen. Ich konnte keinen Ätherknoten finden und irrte in den Ätherbahnen umher. Haben es die anderen geschafft? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bisher konnten wir noch niemanden finden. Außer dir. Das ist alles meine Schuld. Meine Kristallstreiter haben euch verfolgt. Ich habe den Bund der Morgenröte zerstört. Na, wenigstens sieht das an. Nein, Alfino. Du warst es, der das Licht der Hoffnung am Leben gehalten hat. Ja, unseren schwachsinnigen Ideen. Wenn ich noch einmal das Wort Ether höre, werde ich zur rasenden Wildsau. Wer zur rasenden Wildsau? Wer zur rasenden Wildsau? Also eigentlich, wenn man wirklich das komplette Spiel nochmal von vorne spielt, könnte man daraus ein wunderbares Trinkspiel machen. Und zwar immer, wenn das Wort Ether drin vorkommt. Also du bist auf jeden Fall am Ende des Tages, wenn du fertig gespielt hast, bist du Hacke. Das wird nur besser. Oh Gott. Ah. Juhu. Naja, wenigstens ist mein Nichtsola wieder da. Die sind sicher gesund und munter. Ganz bestimmt. Wir werden sie schon finden. Aber Alfino hätte ruhig im ruhig wegbleiben können. Ja, Tataru, das werden wir. Die Idee gefällt mir auch so nicht gut. Jetzt ist doch auch Alkohol. Oh, Papa hat sich geändert. Ja, stimmt. Das hört sich schon da ist irgendwas anders. Ich werde auch sehen, dass ich schnell wieder auf die Beine komme. Ich dachte erst so, huch, ist sie blind? Aber scheinbar kann sie ja noch gucken. Istola, du kannst dich hier umziehen. Ich habe dir in Ishgard neue Kleider genäht. Hoffentlich gefallen sie dir. Für wen hat sie... Weißt du, für jeden! Für jeden hat sie neue Kleider genäht. Was ist mit mir? Ich habe immer noch keine neuen Kleider von ihr. Wo bleibt mein Kleid? Oder zumindest ein Handschuh. Ein Fäustling. Eine Mütze, eine Pudelmütze. Weißt du, da drin... In Ishgard ist es mega kalt. Weißt du, Alfino, der nicht zustande kriegt, kriegt dann sein neues Outfit. Wie unauffindbar. Für sie wird auch was gemacht. Und ich, die ganze Drecksarbeit macht, ich krieg gar nichts. Ich krieg einen Scheißdreck. Das ist doch scheiße. Dafür solltest du hier mal eine klatschen. Nee, dann fängt sie an zu weinen und dann finde ich sie wieder niedlich. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Dafür mag ich Tataru zu gern. Wenn er jetzt auch neue Kleider kriegt, dann raste ich aus. Ah, okay. Oh, warum muss ich jetzt raus? Ich bin auch weiblich. Wenn man die in der Kleidungsstück steht, wirst du auf dem Sklavenstand befreit. Das geht doch nicht. Hallo? Ich bin kein Hauself. Warum kriegt die so coole Kleidung? Hallo? Das ist Diskriminierung, ja? Aber ganz gewaltig. Woher kennt sie ihre Kleidergröße überhaupt? Tataru hat mir von dem Komplott um die Sultana erzählt. Und das ist in Ishgard. Ich eigentlich mal die Arschkarte. Ich war länger weg, als ich dachte. Nee, weißt du? Komplett ja, ist er dann was weg. Und unsere dringendste Mission ist es nun, den Papst nach Azizla zu verfolgen. Jetzt mach's genommen. Ja, wie denn? Und dazu braucht ihr eine Ätherramme, um die allergische Barriere zu durchdringen. So, also. Richtig. Alle denkst für Äther nochmal trinken. Ätherlehre reicht aus, um so etwas nochmal zu trinken. Ätherlehre. Wären schon zwei kurze. Ein Loch schlagen, das groß genug für ein Luftschiff ist. In eine Barriere der Alager, die unbestrittenen Meister der Äthertechnik. Drittes ich Mal. Ich fürchte, das übersteigt meine Fähigkeiten. Oh
Was? Was für ein Dreikanal? Okay, du kannst ein Aber vielleicht kurze trinken. Kenne ich jemanden, der okay. dazu in der Lage ist. Nee, kenne ich nicht. Tatsächlich nicht. Die Beste auf dem Gebiet der Ätherforschung. Matoria aus Charlian, meine ehemalige Lehrerin. Oh. Also jetzt bedienen sie sich echt sehr viel an Namen aus den ersten drei Teilen. Echt jetzt? Gut, ich wollte gerade sagen, weil... Was? 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 Den Dreikanal würde ich ja noch durchgehen lassen, aber den... Optokoppler, den würde ich nicht mehr durchgehen lassen. Das Witzige ist halt, ich habe Matoya, die Person kommt im ersten Teil drin vor. Ich habe den damals, also die damals als einen Mann. Also, dachte, das wäre ein Mann. Bis man am Ende quasi, wenn man das letzte Mal zu ihr hingeht, da sagt sie dann halt erst wirklich das weibliche Synonym dafür. Wo du dir dann auch nur so denkst, so, okay, du siehst aus wie ein Mann. Du sprichst wie ein Mann. Was? Was? Hybrid ist aber sein Chat voll. Ja. Wenn Hybrid das auch wieder sauber macht, ist alles gut. Ansonsten macht Kaya das. Kaya ist hier die Putze. Matoya war früher meine Lehrmeisterin. Auch in Schadajan, wo die Forschung an magischen Künsten höchst fortgeschritten ist, galt sie als Koryphäe. Kaya merkt das auf. Er merkt sich die Kinkkammer. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, komm, das war doch naheliegend. Aquaplaning auf der Sommerbahn ist bestimmt lustig. Ich leg's Putze. Natürlich. Du bist die männliche Putze hier. Also, ne? Ran in den Speck. Weißt du, wo der Besen steht? Ja. Aber sie hatte ihre Eigenheiten. Wenn sie sich einmal eine Meinung gebildet hatte, wich sie keinen Ilm mehr davon ab. Ich folge mich. Ihr wisst ja, dass Charlayan evakuiert wurde, als die Galear vor 15 Jahren Alamigo überfielen. Man war überzeugt, dass die Galear nicht in Alamigo Halt machen würden. Also verließen die Bürger Charlayans fluchtartig die Stadt und kehrten ins gleichnamige Mutterland zurück. Aber Matoya blieb. Noch heute lebt sie als Einsiedlerin in den verlassenen Ruinen von Charlayan. Nach all den Jahren kehre auch ich nun also in meine Heimat zurück. Wie es dort nur aussehen mag? Alice und ich wurden in der jetzt verlassenen Kolonie Charlayan geboren. Als bald darauf der große Auszug beschlossen wurde, flohen auch wir mit unseren Familien ins Mutterland am Nordmeer. Scheint mir, als wäre das in einem anderen Leben geschehen. Nur fern ist mir die Erinnerung. Nun, dann lass uns die Erinnerung etwas auffrischen. Bei uns ist Rickland wieder. Nebenbei meine sture Lehrerin besuchen. Es ging mir nicht darum, in Nostalgie zu schwelgen. Unser einziges Ziel ist, mit Matthäus Hilfe einen Weg nach Azizla zu finden. Aber zuerst müssen wir nach Ishgard zurück und unsere Route planen. Boah. Ich will doch nur endlich ankommen. Egal wo das Ziel ist, ich will doch einfach nur ankommen. Ich sehe da jemanden.
Boah. So, sind alle wach? Das ist ja wie Zauberei. Ja, Gilderoy.